Hallo liebe Freunde und damit ein herzlich willkommen zu Horizon Zero Dawn. Schön, dass ihr einschaltet zu einer neuen Folge. So, gehen wir mal hier lang. Bin ich gerade? Verdorbene Zone Stufe 27. Nee, da machen wir nicht. Wo müssen wir hin? Ach du Gott. Wir müssen dahin. Okay. Wir prüfen Drals Geschichte. Was haben wir hier? Okay, dann gehen wir mal hier hin. Reisen, Schnellreise. Von da aus können wir zu unserer Hauptmissionsziel weitergehen. Verderbnis wird durch dieses Symbol dargestellt. Ich speichere mal. So, ich brauche ein paar Heilung hier. Machen wir mal wieder voll. Lebt mein Tier noch? Oh nein. Du wirst mir sicher noch nützlich sein. Stufe 18. Weißt du was? Was ist die Schwäche von dem? Okay. Kampf. Oh shit, oh shit. Ich hasse, wenn immer so zwei da sind. So, ich hab den falschen Bogen. Tschüss mit dir. Ha!
Alles klar. Das hätten wir auch. Aufstieg, Stufe 21. So, was kann ich hier? Okay. Stiller Sprint. Du sprintest leise. Starker Schlag. Okay. Ich will auf jeden Fall die hier machen. Dreifachschuss gibt's auch. Schwerer Sperrangriff, verursacht mehr Schaden. Schnellere Nachladen beim Konzentrieren. Okay, wir werden das hier machen, auf jeden Fall. Wir brauchen noch eine Stufe. So. Wir haben ein Lagerfeuer, sehr schön. Was wir jetzt machen. So. Alles gut. Okay. Das kann ich bestimmt bald gebrauchen. Oh ja. Oh, hier sind noch mehr heilende. Wie ist das? Tarnbrüte. Welche Stufe sind die überhaupt? 18. Kann ich überhaupt mehrere überbrücken? Wo ist die andere zum Beispiel? Alter, das sind zu viele. Wenn ich die jetzt angreife, die machen mich direkt platt. Panzerwanderer. Man kann nie zu gut vorbereitet sein. Okay, die folgen mich nicht. Dann gehen wir mal weiter. Lagerfeuer entdeckt.
Ah, da vorne. Ich glaube, ich muss da lang. Oh shit, oh shit. Was war's? Tschüss. So. Speichern. Warte, ich nehme andere Rüstung. Oder? Nee, ist gut. Ich muss irgendein Tier zähmen. Oh, oh, oh. Was hat er gesagt? 18. Nee, aber ich kann was. Oh, hab ich. Ach du Scheiße, der ist ja riesig. Ach, ich schürf mir alles auf. Okay. Oh, das sieht so geil aus. In der Nacht. Oh, oh, oh. Was haben wir hier? Lanzenhorn. Hier. Oh, das ist eine andere Rotaugenwächter. Oh shit. Oh man. Okay. Weißt du was? Sehr schön. So. Ziemlich faszinierend, wenn Sie nicht gerade nach mir suchen würden. Was haben wir hier? Stürmer. Thank you.
kommen gar nicht. Hm. Okay. Ich werde dich noch brauchen. Okay, schnell weg hier. Ach, hier gibt's ja Feuerlager. Ach du Scheiße, wo bin ich denn gelandet? Warte mal. Suche nach dem Bahnhof-Lager. Okay, wir gehen mal dahin. Da können wir speichern. Was ist mit den anderen Söldnern passiert, die er geschickt hat? Aussteigen. Mhm. Als ob sie schon überbrückt worden wären. Oh, okay. Ein Lagerfeuer entdeckt. Vom blauen Licht, dem Ruf der Geister. So. Wir sollten nach Norden ziehen. In den Norden, wo Eis und Schnee rufen. Wer seid ihr denn? Sei gegrüßt. Ich bin Tikok. Tikok? Schamane, ich hab sowas noch nie gesehen. Das blaue Licht ist stark hier. Mein Volk machte den weiten Weg aus den Höhlen Ban-Urs, um es einmal selbst erleben zu können. Mhm. Blaues Licht? Das Licht der Maschinengeister. Es umgibt uns alle. Es setzt sich auf uns.
Und so war es schon immer, bevor sie wütend wurden. Ich weiß von der Störung, aber dass die Maschinen derart ruhig waren. Was ist nur los hier? Wir wissen es nicht. Wir singen und wir lauschen den Maschinenliedern. Die Maschinen singen für euch? Für sich selbst? Du bist Jägerin. Du hast sie gehört. Ihre Chöre und Hymnen, die Rufe und Schreie. Wir sollen sie nicht verstehen, doch wir Schamanen interpretieren. Welches der Lieder hat sie so verärgert? Sie gegen uns gehetzt? Welches Lied besänftigt sie? Liegt es hier überall in der Luft, für uns unhörbar? Wie können wir die Maschinenwelt heilen? Tikuk, waren in letzter Zeit noch andere Fremde bei euch? Ein paar Osseram, ja. Sie reden ständig von einer Maschinenfehlfunktion. Als ob Maschinengeräte wären, die eine Reparatur brauchen. Tja, so sehen die Osseram wohl die Welt, oder nicht? Sie aßen mit uns. Und als sie herausgefunden hatten, dass sie nichts erklären konnten, gingen sie mit dem nördlichen Licht. Was ist mit dem Großen? Ein Sturm führte mich an diesen Ort. Ich dachte, es sei die Klage des Windes, die von der eisigen Bergflanke widerhallt. Aber nein, es war das Lied des Donnerkiefers. Ich fand ihn hier zusammengekauert, das Metall erstarrt, und ich suchte unter ihm Schutz. Als der Sturm vorbei war, verklang auch das Lied. Vielleicht verließ der Geist die mächtige Hülle. Oder er schlummert. Und ist noch da. Also haben wir ihn nicht zerlegt und geplündert. Und wir behandeln ihn mit großer Sorgfalt. Darf ich mich etwas umsehen, Tikuk? Sprich, handle, lausche, wie du möchtest. Hier wird dir nichts geschehen. Also haben die Banuk nichts damit zu tun? Es muss an diesem Ort liegen. Sie können es nicht sehen, aber vielleicht kann es mein Fokus. Wer bist du? Schamane. Versuchst du auch, die Maschinen hier zu verstehen? Ja, Nora. Und ich lasse mir bei meinen Studien Zeit. Unter dir, mir und den Geistern, ich genieße den Frieden. Nicht nur den der Maschinen. Es ändert sich so manches in Ban-Ur. Die Jäger und Schamanen streiten immerzu. Worüber? Wie man in der harten Welt besteht. Die Jäger, sie wollen nicht, dass alles wie früher wird. Und wir Schamanen können immer weniger Erklärungen geben. So viele sind im Exil, auf Wanderschaft. Hier streitet niemand. Nun, da kommt mir ein Rätsel recht. Mein Fokus findet hier vielleicht was. Okay. Wow. Den hab ich ja gar nicht gemerkt. Wir sollten nach Norden ziehen. In den Norden, wo alles und... Ein anderer Verag ist hinter unserer Herde her. Wir werden zuerst zuschlagen. Okay. Aber wir müssen schlau vorgehen. Was haben wir denn hier so? Die Geister haben uns ihre Maschinen als Geschenk gebracht, aber nur im Hain. Boah, krass. Wer rastet, der rostet. Wir sollten wieder raus und die Herde verfolgen. Wir haben einen Ruf zu verlieren. Die Schamanen sagen, die Herden werden hier entlang gezogen. Mein Vogt, diese Maschinen so aus. Grasadung. Wie bitte? Gefrorener Grasadung. Der Verwüster führte mich her. Er war bei den Rivalen. Er tötete einen Eisjäger. Er riss ihn in zwei. Ich nahm die Herausforderung an. Doch als er zum Lager kam, wurde er sanft. Aber ist das nicht gut? Tikuk sagt, ein Geschenk. Pff, ein Geschenk ist bloß etwas Unverdientes.
Die Maschinen sollen uns eigentlich herausfordern. Und jetzt bewache ich hier die Schamanen. Ich hole mir noch Frostbeulen. Die Jagdfolge ließ in letzter Zeit sehr zu wünschen. So. Alter, wie viel habe ich davon? Cool Saft. Kaufen wir mal was. Können wir was kaufen? Nice Widerstand. Achtzig. Wir sollten uns ein paar Maschinen suchen. Die Gunst der Geister verdienen. Ah, da ist eine Kiste, nehmen wir auch mit. So. Ich glaube, das ist eine Nebenmission, ne? Oh. Das machen wir später. Jetzt müssen wir den Weg wieder zurück. Oh Gott. Okay, aber Siedlung verlassen Bahnhoflager. Das machen wir in der nächsten Folge. Ich gehe mal hier ein bisschen Heilung sammeln. Das ist keine Heilung. Egal. Komisch, dass sie nicht angreifen. Naja, egal. So, wir machen jetzt mit dieser Folge hier Schluss. Und in der nächsten Folge geht es natürlich weiter. Schön, dass ihr da wart. Und bis zum nächsten Mal.